Was geht? Einen guten Tag, einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für ein Video, was es schon auf meinem Kanal gab, aber das ist jetzt auch schon wieder 100 Jahre her und meine Meinungen haben sich dann doch gar nicht so viel verändert, wenn ich drüber nachdenke. Naja, ich dachte, es wird mal wieder Zeit für ein abgedatetes meiner Lieblingsbücher-Videos. Video? Weiß ich jetzt nicht. Solltet ihr Geräusche von unten hören, mein Bruder, seine Frau und mein Neffe sind da, die hängen da unten rum und ihr kennt Babys. Vielleicht sind sie laut, also wir ignorieren das einfach mal ganz geschwind. Ja, diese Idee ist so entstanden, dass ich ja immer meine Battle der Bücher mache. Und eine liebe Abonnentin hatte gefragt, ob ich nicht mal so ein Ultimate Battle mache. Also, dass ich alle Bücher, die die Battle gewonnen haben, halt nochmal zurück in einen Kampf schicke und dann so der ultimative Gewinner rauskommt. Und das war ganz ursprünglich, als ich mit der Reihe angefangen hatte, auch meine Idee. Aber dann habe ich mir gedacht, es kommt ja eh. Also, es wird ja sowieso mit meinen Lieblingsbüchern enden. Also ist ja klar, egal was passiert, meine Lieblingsbücher werden natürlich gewinnen. So, und deswegen habe ich dieser Abonnentin angeboten, dass ich ja nochmal ein abgedatetes Lieblingsbuch-Video machen kann. Und ja, sie wird einverstanden mit, also sind wir jetzt hier. Ich hoffe, euch anderen gefällt das auch. Und ja, also ich habe hier meine Top 10 Bücher bzw. Reihen und ich habe 3 Honorable Mentions. Und ich würde sagen, wir fangen auch mit denen an. Ja, das Buch, was eigentlich in diese Reihe, also in meine Top 10 gehört, es aber nicht reingeschafft hat, einfach nur weil es ein Einzelband ist, ist leider The Raven Tower von Anne Leckie. Ihr wisst es, ich schwärme eigentlich immer über dieses Buch. Ich finde, dieses Buch ist eine Meisterleistung. Ich finde, es ist ein Meisterwerk. Ich finde den Aufbau der Geschichte, worum es geht, wie die Geschichte erzählt wird und so, alles einfach perfekt. Ich finde, der Protagonist, beziehungsweise aus dessen Sicht man liest, ist einer der besten Charaktere, die je geschrieben wurden. Er ist nicht menschlich. Und dementsprechend hat er einen anderen Blick auf Menschen und auf die Welt und aufs Leben. Und das fand ich super interessant zu lesen. Ich finde, das Ende ist komplett unerwartet. Und es ist einfach ein tolles Buch. Wer auf Einzelbände steht, wer auf Englisch liest, Leute, bitte, ich muss eigentlich schon von euch erwarten, dass ihr das liest. Ja, und es ist einfach nur nicht in meinen Top 10, weil ich keins aus diesen Top 10 rausschmeißen konnte. Und weil es mir dann leichter fällt, ein Einzelband rauszuschmeißen, als eine Reihe, die mir halt nah am Herzen liegt. Also das ist The Raven Tower und der Grund, warum es leider nicht in meiner Top 10 ist. Dann haben wir leider Illumine von J. Christoph und Amy Kaufman. Hier liegt es einfach nur daran, dass die Reihe nicht beendet ist. Und in meiner Top 10 da habe ich eigentlich nur eine Reihe, die nicht beendet ist. Und alle anderen sind mehr oder weniger beendet. Da gehe ich dann darauf ein, wenn wir dazu kommen. Und ja, Illumine ist halt noch nicht beendet. Obsidio fehlt noch. Beziehungsweise im Englischen ist es ja schon seit Jahren durch, ne? Aber im Deutschen halt noch nicht. Und ja, da war es mir einfach zu unsicher, das Ganze hier zu verewigen. Einfach weil ich liebe Gemina, aber man muss einfach einsehen, dass Gemina Illumine ein bisschen anders ist. Und sollte es dazu kommen, dass Obsidio dasselbe macht, dann glaube ich nicht, dass die Reihe in meinen Favorites einen Platz hat. Und deswegen ist es hier in meinen Honorable Mentions. Und ich glaube, dass die Reihe auch sehr davon lebt, wie sie aufgebaut ist und nicht wirklich mit dem Inhalt punktet. Also wenn das Buch so aufgemacht wäre wie jedes andere Buch, würden es nicht so viele lieben, weil die Story nicht das Besonderste ist, was man je gesehen hat. You know what I mean? Aber trotzdem fette Empfehlung an Illumine, das ist ja mal klar. Ja, und dann mein letztes Honorable Mention ist leider die Weltenwanderer-Trilogie von V.E. Schwab. Ich liebe diese Reihe, ich liebe sie, aber was mich davon abhält, sie in meine Top 10 zu packen, ist zum einen, dass ich den zweiten Teil überhaupt nicht mochte. Ich liebe den ersten und den dritten, perfekt für mich. Aber der zweite Teil war einfach unfassbar enttäuschend. Ich bin nicht reingekommen. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Grund, warum die Reihe es nicht schafft. Die Delilah Bard. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich kann auch nicht wirklich verstehen, wenn Leute sie mögen. Okay, sie ist stark und macht, was sie will. I get it. Aber sie ist einfach so unfassbar stark von sich überzeugt, dass es einfach nervt. Und da können halt selbst Cal und Holland die Reihe nicht mehr retten, weil man einfach so viel Zeit mit Delilah verbringt. Aber other than that, ich liebe die Geschichte, ich liebe sie. Perfektion, I love it, ihr müsst es lesen. So, und damit sind wir bei meinen tatsächlichen Top 10. Und auch schon bei der Reihe, die mehr oder weniger durch ist, aber auch nicht so wirklich. Und zwar geht es um die Ascendance-Trilogie, oder Reihe, von Jennifer A. Nielsen. Ja, ich bin mal in mich gegangen und habe herausgefunden, dass das eine meiner Favorites ist. Das Ganze ist die ursprüngliche Trilogie gewesen. Achso, ich gehe hier nicht drauf ein, worum es geht, weil es zu fast allen Büchern hier eine Rezension gibt. Nicht zu allen, aber zu so gut wie allen. Deswegen sucht die einfach und dann erfahrt ihr, worum es geht. Also, das Ganze sollte eigentlich eine Trilogie sein, die schon vor Jahren beendet war oder wurde. Und jetzt schreibt die Autorin nochmal neue Bände. Ich werde die auf jeden Fall lesen und für mich werden die auch zur Grundstory dazugehören. Aber
die eigentliche Geschichte war nach dem dritten Teil beendet und deswegen finden wir sie hier. Ich liebe die Reihe, ich liebe sie, ich finde sie ist gut für jüngere Leser. Ich finde das, was die Reihe wirklich von anderen hervorhebt, ist der Schreibstil, durch den man wirklich fliegt. Und der Protagonist Sage ist einer meiner absoluten Lieblingsprotagonisten. Er ist schlau, er ist schlagfertig, er hat tatsächlich was drauf. Er ist das, was Delilah Bard sich wünschte zu sein, okay? Ich liebe diesen Jungen. Er ist noch relativ jung, ich glaube 15 oder 16, also noch sehr jung. Aber ich liebe ihn so sehr, ich liebe seine Stärke, ich liebe seine Intelligenz. Das werdet ihr auch noch in anderen Büchern sehen. Ich stehe sehr stark auf Bücher mit schlauen Charakteren bzw. Starken Jungs als Protagonisten. Und ja, ihr müsst es lesen, wer auf Englisch liest. Und grundsätzlich kann ich es kaum erwarten, weiterzulesen, aber ich fand den Klappentext vom vierten Teil leider nicht so gut. Naja, dann machst du nichts, aber es gibt mir dann eine Entschuldigung, das hier zu rereaden. Und da habe ich tatsächlich immer drauf. Das ist das Buch, wo ich bei jeder Leseflaute, in der ich bin, oder in jedem Moment, in dem ich nicht weiß, was ich lesen soll, meine Gedanken, False Prince, ich so, oh mein Gott, kann ich das rereaden? Jedes Mal, egal wann, egal in welcher Lebenslage, ich will das rereaden und ich habe es noch nie getan. Aber ich werde es irgendwann tun. Da könnt ihr mal von ausgehen. Platz 9, damit habe ich mich ebenfalls schwer getan, ist für mich Battle Mage, Kampf der Magier von Peter A. Flannery und natürlich der zweite Teil, die Rückkehr des Drachen oder so. Ja, hierzu gibt es ebenfalls eine Reihenvorstellung von mir. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass es diese Reihe in meine Top 10 schafft, weil ich immer eher das Negative im Kopf behalte, wenn ich Sachen beendet habe. Zum Beispiel das offene Ende. Ich meine, der zweite Teil hat 5 Sterne von mir bekommen, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber das offene Ende und es gab sehr viele offene Fragen und der Sektorat hat auch nicht mehr den besten Job gemacht, you know what I mean. Ja, und ich tendiere dazu, mich dann eher an diesen Sachen rumzuhängeln. Aber als ich dann wirklich über meine Liste nachgedacht habe, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass Drachen, Charaktere, die eigentliche Story, um die es geht, die Kampfszenen, einfach die Verbindung der Charaktere miteinander, es muss hier sein. Es muss einfach. Also ich finde, jeder Mensch, der die Geträumt, die Gefallenen von John Green mag, wird das ja auch mögen. Deswegen fällt die Empfehlung mit raus, ne? Ihr wisst Bescheid. Es ist einfach wirklich, wirklich gut. Ich finde, dafür, dass die Bücher fast 600 Seiten haben beide, oder sogar über 600 Seiten, fliegt man dadurch. Wenn man die lektorarischen Fehler ein bisschen übersieht, dann ist das Schreibstil auch sehr, sehr angenehm. Die Charaktere, auch hier haben wir wieder einen schwachen Jungen, der dann doch gar nicht mehr so schwach ist, you know what I mean? Mein favorite Trope, ihr wisst es, ich liebe schwache Jungs, die dann etwas in sich entfalten und dann werden sie zu den krassesten Badasses der Welt. Dann gibt es hier in den ersten paar Seiten einen anderen super krassen Typ, ich glaube, sein Name war Darius oder so. Ich liebe ihn, wir verbringen nicht viel Zeit mit ihm, aber die Zeit, die wir mit ihm verbringen, Freunde, verliebt war ich, instant verliebt. Und ja, ich liebe Drachen, Drachen machen mich glücklich, meine Liebe für Drachen ist überhaupt erst in diesem Buch wirklich zum Leben erweckt worden und ja, ich liebe diese Reihe, ich liebe sie über alles, ihr müsst sie lesen. So, Platz 8 geht in eine Reihe, über die ich wirklich gar nicht mehr so viel rede, weil wenn ich drüber nachdenke, muss sie schon einen Platz hier haben. Und zwar ist das die Lumatera Chronicles von Melanie Machete. Der erste Teil ist Finnegan of the Rock. Ja, hier finde ich, muss man beachten, dass Finnegan of the Rock seine eigene Geschichte ist. Und die hat einen Abschluss am Ende. Und dann gibt es halt noch Fear of the Exiles und Quintana of Sharon. Und die beiden sind dann nochmal eine eigene Geschichte, aber spielt in derselben Welt mit denselben Charakteren. Ich persönlich finde, dass Finnegan of the Rock, also der erste Teil, viel besser ist als die anderen beiden. Und mit viel besser kann man jetzt auch. Ich meine, der hat 5 Sterne bekommen, die anderen beiden haben 4,5 oder auch 5 bekommen, ich weiß es nicht genau. Aber die anderen beiden konnten mich mental und halt vom Herzen nicht mehr so sehr packen wie Finnegan. Aber sie müssen hier einfach sein, weil sie von einem schreibtechnischen Punkt einfach perfekt sind. Was Melina Machetta hier schreibt, ist einfach mega. Also einfach mega, es tut mir leid. Die Charaktere, die Verbindungen der Charaktere, besonders Eltern und Kind. Selten habe ich so mit Eltern mitgefühlt, wie in dieser Reihe. Ich habe einfach Finnegan geliebt. Ich liebe, wie sich die Story weiterentwickelt. Ich liebe die Plot-Twists, die wir immer mal wieder haben. Besonders in Fear of the Exiles. Am Anfang erfährt man was halt viele Ereignisse aus Finnegan of the Rock komplett auf den Kopf stellt. Ich habe bei Quintana of Sharon geweint. Da gibt es auch einen Reading-Blog zu, falls ihr das sehen wollen würdet. Da habe ich geweint. Und ja, ich liebe es. Ich finde, Quintana of Sharon ist grundsätzlich gut. Aber Charaktere verhalten sich nicht mehr ganz so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber wenn ihr auch nur ein Buch liest, bitte Finnegan of the Rock. Das Ganze gibt es auch auf Deutsch, nur den ersten Teil. Aber ich finde, dass man nach dem ersten Teil durchaus aufhören kann. Man bekommt dann halt nicht den Kontext und die Entwicklung, die es dann halt in den Folgebänden gibt. Aber
das Buch ist für mich das Beste. Ich habe noch nie so sehr mit einer fiktionalen Welt mitgefühlt wie in diesem Buch. Man verbringt ca. 20 Seiten in dieser Welt, in der es noch alles gut ist. Und als es dann bergab ging, ich habe noch nie so mitgefühlt. Weil normalerweise Welten und sowas sind mir immer so hart egal. Aber hier habe ich wirklich, wow. Als den Charakteren schlecht ging und diese Welt einfach zugrunde geht, aber sage, oh my gosh, please no. Das ist wirklich eine Welt, in der ich gerne gelebt hätte. Und ja, deswegen fette Empfehlung, geht raus an Finnegan of the Rock. So, dann ein Buch, was ihr wirklich eigentlich nicht hingehört. Ich schäme mich auch ein bisschen, weil ich es halt erst vor kurzem gelesen habe und ich weiß nicht, ob es schon so, also Zeit genug hatte, um in mir zu gammeln, als dass ich schon sagen kann, ja, es ist ein Favorite. Aber ich lieb's. Red Winter von Annette Marie. Ich finde, jeder braucht da so ein bisschen New Adult, Urban Fantasy kind of stuff, oder? Ich meine, alles andere ist relativ, also ich meine nicht alles, aber viel aus meiner Liste ist relativ anspruchsvoll. Also jetzt nicht anspruchsvoll im Sinne von, oh, Akademiker lesen das, sondern im Sinne von ein bisschen anders als gewöhnliche Bücher geschrieben werden. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das macht Sinn. Und ich finde, man braucht auch mal was, was nicht so ganz besonders ist. Aber für mich ist Red Winter einfach Perfektion. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass das Buch oder die Reihe an einem Punkt kam in meinem Leben, an dem ich es einfach gebraucht habe. Dieses Jahr habe ich leider nicht das beste Lesejahr, weder Qualität als auch Quantität, finde ich dieses Jahr nicht so gut. Und ich hätte jetzt keine Probleme damit, meine Favorites für dieses Jahr zu finden, aber ich habe keins, was so wirklich heraussticht, wo ich sage, oh mein Gott, I need it now, you know? Und dann kam halt Red Winter und ich liebe alles daran. Vor kurzem ist auch eine Reihenvorstellung dazu hochgekommen, also wer da meine Meinung hören möchte, guckt da rein. Ich liebe die Charaktere einfach so sehr. Ich liebe das Setting. Ich liebe die Nebencharaktere, die ich ja... Normalerweise muss ich wirklich sagen, sind mir Nebencharaktere wirklich hart egal. Also, wenn ich sie nicht gerade liebe, dann sind sie mir egal. Und hier habe ich einfach... Oh, ich liebte sie alle. Yumei, Susanoo, wie der heißt. Katsuo, einfach alle. Ich liebe alle und die Liebesgeschichte hat mich einfach komplett mitgenommen. Und ja, deswegen ist es hier. Es ist, ich finde, das hier ist gut für Fans von Jennifer Armentrout. Nur halt eben besser. Und deswegen ist es hier. So, was kommt jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Platz 6 oder 5? Ich weiß es nicht. Platz 6? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht das an die Winner's Curse Trilogie von Mary Rutkowski. Ich halte hier logischerweise den ersten Teil, Spiel der Macht, hoch. Ich lieb's. Ich lieb's. Als ich das Ganze gelesen habe, habe ich öfter darüber nachgedacht als jetzt. Gesundheit! Also mittlerweile denke ich tatsächlich gar nicht mehr so oft über diese Reihe nach. Sie hängt natürlich noch in meinem Herzen rum, sonst wäre sie jetzt nicht hier. Aber es gibt durchaus Reihen, die halt mehr an mir hängen oder an denen ich persönlich mehr hänge. Aber es ist halt einfach toll, ne? Es ist... Erin und Kestrel, liebe ich dich, der Schreibstil von Mary Rutkowski. Besonders im Englischen. Einfach magisch. Ich liebe, wie strategisch das Buch ist. Ich liebe, wie anstrengend die Charaktere sind. Was halt im Moment, wenn man es liest, absolut nervt. Aber ich finde, wenn man ein bisschen ein paar Schritte zurückgeht und drüber nachdenkt, macht das Sinn. Und I just, I love it so much. Die Cover sind wunderschön. Kestrel ist eine super starke Protagonistin. Erin hat Fehler, so wie Kestrel. Ich finde es gut, dass sie nicht perfekt sind, dass sie wirklich Fehler machen. Und manchmal agieren die in Wut und Hass. Und es ist einfach so, weil man selber halt mehr Infos hat als sie. Und es tut schon sehr weh. Es tut schon weh. Besonders der zweite Teil ist einfach ein konstanter Schlag ins Gesicht. Wirklich immer. So, du denkst im zweiten Teil, okay, jetzt geht's besser und dann einfach so, bing, bing, ich weiß nicht, das ist Mist. Ja, und dann kommt halt der dritte Teil, der halt auch einfach sich nicht für die Gefühle der Leser interessiert. Und ja, ich empfehle es, war ja klar. So, ich glaube, dass wir jetzt in den Top 5 sind, kann das sein? Ja. Eine Reihe, über die ich wirklich selten rede, aber die ist hier einfach, sie muss hier sein, sind die Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Ja, das war die Ursprungsreihe, die meine Lieblingsbücher waren. Also mit denen hat es alles angefangen. Nicht mein Leseleben, mein Leseleben hat mit was anderem angefangen. Aber das ist die einzige Reihe, die ich von damals immer noch besitze, die ich von damals immer noch ungefähr gleich gut finde, wo meine Emotionen ungefähr gleich geblieben sind. Und ich, I love it so much. Das sind ja Märchennacherzählungen, die ich heutzutage nicht mehr ganz so gerne lese. Aber ich liebe es einfach. Ich liebe es. Die Reihe ist beim besten Willen nicht perfekt. Sie ist eher für jüngere Leute. Und ja, vielleicht gibt es im zweiten Teil so ein bisschen Insta-Lauf. Man kennt es. Aber ich weiß es nicht. Wer es seit so vielen Jahren schafft, in meinem Herzen rumzugammeln, der muss auf diese Liste. Und da führt auch kein Weg drauf vorbei.
Ne? So. Ich muss mich ein bisschen jetzt beeilen, weil mein Akku blinkt. Man kennt es. Platz 4 sollte für niemanden eine Überraschung sein. Es ist natürlich das Lied der Krähen, beziehungsweise Six of Crows von Leigh Bardugo. Ja. Das habe ich vor kurzem auch erst wieder rezensiert. Ich muss sagen, dass beim dritten Mal lesen vom ersten Teil und beim zweiten Mal lesen vom zweiten Teil, ist mir schon aufgefallen, dass... Also ich kann mittlerweile besser anerkennen, wenn Leute diese Reihe nicht mögen, weil früher habe ich gesagt, okay, wer das nicht mag, ist halt geschmacksverwirrt. Mittlerweile sehe ich Kritikpunkte. Ich sehe, warum die Reihe vielleicht nicht von allen Leuten gemocht wird. Aber ich lieb's. Für mich ist es perfekt. Ich liebe die Charaktere. Cass Bracker ist, wie gesagt, einer der schlauesten Charaktere, über die ich je gelesen habe. Naja. Bei Reread ist mir auch gefallen, dass es schon ein bisschen doof ist. Aber grundsätzlich, seine Ideen und so sind einfach amazing. Die Liebesgeschichten, die hieraus entstehen, sind einfach magnifik. Ne? Der Schreibstil ist super von Leigh Bardugo. Und alles in allem empfehle ich die Dekreen-Bücher auf jeden Fall eher als die Grisha-Bücher. Aber ich mag die Welt, die Leigh Bardugo hier geschaffen hat. Und ja, diese Reihe ist wirklich so ein bisschen wie nach Hause kommen. Die und die, nicht die, Lügen, die und die hier, sind für mich wie nach Hause kommen. Wenn ich die hier rereade, dann ist es einfach schön. Dann bin ich wieder da. Wisst ihr? Und ich fühle mich wie in den Arm genommen und es ist einfach amazing. Die Quotes hier drin, der Schreibstil, alles amazing. So, Top 3. Für keine Überraschung, die Witchlands von Susan Dennard. Vielleicht hätte es diese Reihe auf Platz 2 geschafft, aber das ist die einzige Reihe, die halt komplett noch nicht beendet ist, weil hier False Prince war ja schon mal zu Ende. Hier fehlt noch mindestens ein Band, vielleicht noch mehr. Und der zweite und vierte Teil haben mich so ein bisschen enttäuscht. Besonders der vierte, der war einfach, dafür, dass ich 2 Jahre gewartet habe, absolut enttäuschend. Aber der erste und dritte Teil machen das alles wett. Der dritte Teil ist einer der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Die Charaktere und deren Verbindung, die Liebesgeschichten. Grundsätzlich die Idee der Geschichte, was wir im vierten Teil jetzt auch herausfinden über magische Wesen in dieser Welt. Ich lieb's, ich lieb's. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt bei den letzten ein bisschen beeilen muss. Aber ich glaube, bei denen wisst ihr meine Meinung sowieso schon am ehesten. Und ja, wer auf Englisch liest, bitte, 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 bitte. Bitte. Den ersten und zweiten Teil gibt es auch auf Deutsch, aber danach wurde nicht mehr übersetzt, also müsst ihr das auf Englisch lesen und es ist einfach... Es ist toll. Ich verstehe, wenn Leute kritisieren, dass es nicht wirklich so forward geht. Also Susan Dennard erzählt halt irgendwie nicht chronologisch. Das ist ein bisschen nervig, aber sonst... I love it. I love it. Ja, Platz 2, kinda surprised. Geträumt die Gefallenen von John Wynn, ne? Ich bin mir sicher, dass wenn ich irgendwann mal Blut und Knochen gelesen habe, was ich jetzt schon seit Monaten plane, wird diese Reihe sich in meinen Favoriten ebenfalls finden. Aber da ich sie noch nicht gelesen habe, stand da auf mein Haupt, ist hier nur eins von John Green. Ja, das hier ist eine Reihe, die ich, wenn es noch nie gegangen wäre, nie gelesen hätte, niemals. Aber ich liebe alles an ihr. Die ersten 60 Seiten ungefähr sind ein bisschen A, aber danach ist man drin. Also sorry. Und dann, wenn man dann circa zur Hälfte des Buches wirklich checkt, worum es geht, und dann der Plot-Twist in Jetson und einfach das Ende in Ungnade und alles, was in Bosheim passiert. Perfektion. Es tut mir leid, dass ich jetzt halt, wie gesagt, so dadurch fliege, aber wie gesagt, ihr solltet meine Meinung zu den Top 3 mehr als kennen. Ja, perfekt für mich. Es ist toll, dass die Bücher so lang sind. Ich liebe die Charaktere, ich liebe dieses Gut und Böse, ich liebe Prophezeiungen, ich liebe Engel und Dämonen. Ja, ne, ihr wisst es. Und dann, wer ist überrascht? Ich hoffe doch, niemand. Meine Lieblingsreihe für immer und ewig ist Der Dieb von Megan Wallen Turner. Ja, ist meine Lieblingsreihe. Es hat meiner Meinung nach die besten Charaktere, die je geschrieben wurden. Das beste Buch, was ich in meinem ganzen Leben jemals gelesen habe. Die besten Intrigen und Spielereien und einfach Eugenides. Ich kann da auch nicht mehr zu sagen, ich habe eine Reihenverschränkung hinzugedreht, also wer da meine nähere Meinung erfahren möchte. Aber da rede ich halt auch nur darüber, wie toll diese Bücher sind. Allein schon durch King of Atolia muss diese Reihe halt schon in meiner Top 3 sein. Selbst wenn der Rest dieser Bücher alle Schrott wären, allein wegen King of Atolia müsste es ja hier halt irgendwo in meinen Top 10 rumgammeln. Und gut gelaufen, der Rest der Reihe ist halt ebenfalls fantastisch. Manche besser, manche weniger gut, aber alle mindestens eine 4 verdient von mir, alle eine 5 bekommen, ist ja klar. Und ja, wer mich liebt, muss das hier lesen. So ist das. Das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es tut mir leid, wie gesagt, dass das Akku jetzt geblinkt hat. Schreibt mir gerne eure Lieblingsbücher in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Bücher ihr wegen mir gelesen habt. Ja, das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Bye!